Willkommen zur vierten Ausgabe der Makerschau und das sind die heutigen Themen. Showtime, der Anfang des Makers. Review, Lee Eat von Miwa Sieber. Tutorial, MIDIs hochwertig konvertieren. Showtime. Es ist das Jahr 1995 und für zahlreiche Hobbyentwickler der Beginn, sich mit der Entwicklung von Rollenspielen auseinanderzusetzen. ASCII veröffentlicht den ersten RPG-Maker für den Super Nintendo und erschafft damit für zahlreiche Menschen die erste Möglichkeit, sich auch ohne große Programmierkenntnisse der Erschaffung von Rollenspielen zu widmen. Auch wenn es noch viele Jahre dauern würde, bis Tools wie der RPG-Maker auch außerhalb Japans erscheinen, wurde das erste Zeichen gesetzt. Neben den sehr guten Grafiken und einigen Highlights wie den Audio-Tracks oder der integrierte Mode 7-Effekt, gab es auch Schwächen wie das recht träge und unspektakuläre Kampfsystem. Doch machte ASCII eine Sache richtig. Sie setzten auf eine Dragon Quest Engine und gaben somit auch Fans dieses Franchise eine perfekte Möglichkeit, um ihre Kreativität auszuschöpfen. Zudem setzten sie auf eine Plattform, die sich unglaublicher Beliebtheit erfreute, was bei vorherigen Experimenten seitens ASCII noch nicht gegeben war. Die Geschichte des RPG-Makers startet nämlich bereits im Jahre 1988. Das erste Tool nannte man noch Mamirin, welches auf dem PC 8801 veröffentlicht wurde. Ein in Japan recht verbreitetes Computersystem, das es jedoch nie über die Grenze geschafft hat. Kurze Zeit später folgte das RPG-Creation-Tool Dante für den MSX2. Doch all diese Tools waren sehr eingeschränkt, setzten auf Systeme, die sich nur wenige Personen leisteten und hatten mit vielen Schwächen zu kämpfen. Zurück also zum RPG-Maker für den Super Nintendo, der interessanterweise den Beinamen Super Dante trägt. Was es mit dem immer wieder auftauchenden Dante auf sich hat, ist im Übrigen ein Rätsel. Wenn man den Maker startet, wird man bereits mit einem sehr schönen Startbildschirm begrüßt, bei dem man die Wahl hat, ob man eines der abgespeicherten Spiele spielen möchte oder ein neues Spiel erschaffen möchte. Moment, abgespeicherte Spiele? Die erste Version des RPG-Makers speichert dann noch sämtliche Daten direkt auf dem Modul ab, das auch einiges an Platz bot. Nichtsdestotrotz ist genau das ein Kernproblem des ersten RPG-Makers. Der beschränkte Platz bietet nur genug Möglichkeiten, um Kurzspiele zu entwickeln. Und nebenbei müsste man sein Modul des RPG-Makers herumtauschen, um anderen sein Spiel zu zeigen. Für letzteres erschuf ASCII jedoch das sogenannte Super Turbo File. Mit diesem Zusatz für den Super Nintendo lassen sich die Spiele verbreiten, ohne dass man sein Modul tauschen muss. Dieses Modul wird in den zweiten Controller-Port gesteckt und Module, welche Unterstützung dafür hatten, konnten ihre Daten darauf übertragen. Zu Zeiten, in denen tragbare Speichermedien noch sehr rar gesät waren, war dies eine gute Methode, um ohne hohe Kosten Spiele zu verbreiten, wenn auch nur in sehr eingeschränkten Kreisen. Was aber konnte der RPG-Maker in seiner ersten Version? Tatsächlich sind die Funktionen den heutigen Makern sehr ähnlich, wenn auch deutlich weniger komfortabel und natürlich mit einigen Einschränkungen verbunden. So gab es zum Beispiel nur vorgefertigte Grafiken, das heißt, man konnte sein Spiel nicht erweitern und ihm einen eigenen Stil verpassen. Die Datenbanken waren ebenso stark beschränkt. Diese boten bereits Helden, Monster, Item- und Magieeinstellungen, die jedoch ebenso recht umständlich zu bedienen waren. Neben dem Datenbanksystem steht natürlich ebenso ein Map-Editor zur Verfügung, der sowohl einstellbare Encounter als auch ein Eventsystem bietet. Dieses System bot pro Event 4 Ereignisseiten mit den klassischen Auslösemöglichkeiten, die man auch heute noch in modernen RPG-Makern findet. Intern gab es die Möglichkeit, mit Switches zu arbeiten, Dialoge zu führen, Musik zu ändern, Kämpfe auszuführen, etc. Da es jedoch noch keine Common Events gab, waren die Möglichkeiten, individuelle Systeme zu erschaffen, sehr eingeschränkt und der Verzicht auf eigene Grafiken machte dem einen weiteren Strich durch die Rechnung. Ausgeliefert wurde die erste Version des RPG-Makers im Übrigen bereits mit einem Beispielspiel, das nahezu alle Möglichkeiten sehr genau zeigte und auf dessen Basis man noch aufbauen konnte. Auch ein ausführliches Handbuch war Bestandteil des Gesamtpakets. Auf 100 gut bebilderten Seiten kann man sich sämtliche Funktionen des RPG-Makers genauer ansehen und lernen, wie man das Programm richtig benutzt. Man macht das Einsteigern also durchaus einfach, obgleich die Menüführung sich an vielen Stellen als hakelig erweist und man sich gerade beim Schreiben den Komfort einer Tastatur wünschen würde.
Der Beginn des RPG-Makers war für viele Personen jedoch die Erfüllung eines Wunsches und so war es kein Problem, mit sämtlichen Schwächen zu leben. Es war der Beginn eines der kreativsten Hobbys und eines absoluten Kultprogramms. Umso erfreulicher ist es, dass man bereits ein Jahr später nachlegte und fast alle Schwächen ausglich. Dazu jedoch mehr im nächsten Rückblick auf die Geschichte des RPG-Makers. Review. Auch diesmal gibt es wieder ein Spiel aus dem japanischen Raum. Lee-Eat von Miwa-Siba ist ein Kurzspiel, das mit dem Wolf RPG-Editor erstellt wurde und mit etwa einer Stunde Spielzeit kurzweilige Unterhaltung bieten soll. Das Spiel selbst ist Teil einer Reihe, die derzeit insgesamt drei Teile aufzuweisen hat. Wir schlüpfen hierbei in die Rolle der Charaktere Leo und seiner Tochter Efina, ein ungewöhnliches Paar, denn Leo ist ein mysteriöser Zeitgenosse, der sich als Betrüger entpuppt, während Efina ein Drache ist, der aus einem Ei schlüpfte. Ungewöhnlich an ihr ist, dass sie sich von dem manifestierten Lügen der Menschen ernährt, was bei einigen Rätseln auch von großer Relevanz ist. Ziel des Spiels ist es nämlich, der Legende eines Vampirs nachzugehen und dabei stößt man auf allerlei Lügner, deren Aussagen man nur richtig entschlüsseln kann, wenn man die Lügen isst, damit nur noch die Wahrheit übrig bleibt. Das klingt zunächst nach einem sehr interessanten Konzept, allerdings ist die Umsetzung stellenweise sehr unzufriedenstellend. Das ganze Gameplay ist nämlich nicht nur sehr linear, sondern auch nicht wirklich unterhaltsam. So ist der Spieler nahezu durchgehend orientierungslos und muss von Punkt A nach Punkt B meist nach einer festgelegten Reihenfolge gehen. Dazu sind die Dialoge teils recht anstrengend, da deren Aussagekraft stellenweise gegen Null geht und man nur raten kann, welches Ziel als nächstes ansteht. Noch dazu gibt es sogar Logiklücken, wie zum Beispiel die sehr leere Stadt, bei der sämtliche leeren Häuser frei zugänglich sind. Zwar wird erklärt, dass es nur wenige Einwohner gibt, aber warum gibt es denn derart viele Häuser, die man frei begehen kann? Zudem gleichen sich fast alle Häuser von innen. Mehr als fünfmal wurde exakt die gleiche Map für die Häuser verwendet, die keinen weiteren Zweck und zum Beispiel auch keine versteckten Items aufweisen. Alle Gegner lassen sich anstandslos bezwingen und selbst als angemerkt wird, dass man sich einem bestimmten Gegnertyp nicht nähern sollte, kann man diesen dank der später sehr starken Gruppenattacken problemlos niederstrecken. Das Worldbuilding selbst wirkt zumindest interessant und macht durchaus Lust auf mehr. So werden zum Beispiel Drachen aus einem ganz bestimmten Zweck geboren und auch Leo ist eine interessante Persönlichkeit, da dessen Lügen sich nicht manifestieren, obwohl er ständig lügt. Positiv anzumerken ist der sehr individuelle Grafikstil, der mit komplett selbst gepixelten Grafiken und einem einzigartigen Farbschema auf sich aufmerksam macht. Es wurden recht kräftige Outlines mit simplen Shading kombiniert und was insbesondere raussticht, sind die Charakter-Artworks, die teilweise sogar richtig gut animiert sind. Die grafische Qualität ist ganz klar das große Highlight des Spiels. Leider bleibt es aber auch so ziemlich das einzige Highlight. Die Story entwickelt sich zwar und das Ende ist ebenso interessant, aber die Geschichte wirkt dennoch recht undurchdacht. Tatsächlich wäre es wohl besser gewesen, das Spiel lieber länger zu machen und nicht alle Dialoge derart schnell abzuhandeln. Als Spieler bleibt man oft verwirrt zurück und muss erst über das Gesagte reflektieren, ehe man den Sinn genauer versteht. Zu abrupt ist das Storytelling, denn die Basis weiß durchaus zu gefallen. Hier hat man also etwas, was sehr selten vorkommt, ein inhaltlich zu stark komprimiertes Werk. Meist haben RPGs eher das Problem, dass diese zu wenig Inhalt bieten und es dadurch langweilig wird. Hier hingegen scheint es eher, als hätte man viel Inhalt möglichst stark komprimieren wollen. Dadurch wirkt das Spiel zwar nicht unbedingt langweilig, aber das Erlebnis ist auch nicht wirklich befriedigend. Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Blick für alle, die auf kurze RPG-Unterhaltung aus sind. Getestet wurde die englische Übersetzung von VGPerson. Auch dieses Mal wurde das Tutorial aufgrund seiner Länge ausgelagert. Wer sich dafür interessiert, wie man MIDIs hochwertig konvertiert, der kann einfach hier auf diesen Link klicken. Viel Spaß beim Tutorial und bis zur nächsten Makershow!